Please don't stop the music. Also meine erste Platte, das ist bestimmt schon gut 20 Jahre her. Und ich erinnere mich, es war Nils Holgersson. Nils Holgersson fliegt mit den Gänsen davon. Ich suche eine Platte, auf der James Last die größten Hits von Nelly Furtado spielt. Auf dem Banjo. Man kann mit Schallplatten auch ganz andere Dinge tun, als einfach nur hören. Das größte Problem damals mit den Schallplatten war, dass man sie ja, wenn man im Bett lag, alleine oder zu zweit, sie das öfteren umdrehen musste, und das hat immer sehr, sehr gestört.